So, in der Kategorie Information erhält ein Grimme Online Award. Cui bono, what the fuck happened to Ken Jebsen? Das Ding ist, ich habe eben eine Story gepostet, wo ich gesagt habe, dass ich Laudator hier bin und dass ich nicht weiß, wie das geht und ob mir jemand Tipps geben könnte. Und dann haben mir verschiedene Leute auch gerade noch Tipps gegeben auf Instagram, verschiedene Zuschauer. Und eine Zuschauerin hat geschrieben, ich solle am Anfang ganz laut Penis rufen, weil dann die Aufmerksamkeit da wäre. Aber das traue ich mich nicht, weil ihr alle so smart seid, so gebildet seid. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen schwer, weil ich komme mir so ein bisschen vor wie so dieser Imposter-Effekt, so, wisst ihr, dieses Imposter-Syndrom. Ich weiß deswegen, ich versuche es einfach mal, Also, ich feiere den Podcast übelst, weil ich auch so ein bisschen Bezug zu Ken Jebsen habe, weil der ja eine relativ große Aufmerksamkeit auf YouTube auch hatte, wo ich mich total wohl ja auch fühle. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal so richtig ein paar Videos von ihm angeguckt hatte, weiß ich noch, dass das ein großes Happening bei mir im Office war, weil wir uns alle versammelt hatten und es sehr lustig fanden, was wir da sehen konnten, weil es halt ein dummer Spinner ist so. Und dann hatten wir da großen Spaß dran und haben viel, viel gelacht, haben auch eine Weile lang uns immer gegenseitig so kleine Clips rübergeschickt, wenn immer jemand mal wieder einen sehr dummen Ken Jebsen-Clip finden konnte. Und das ist irgendwo nachvollziehbar, weil wenn man diese Videos sieht, wenn er sich irgendwie als Joker anmalt von Batman und manisch lacht, weil, weiß ich nicht, Bill Gates irgendwie ihn gefressen hätte oder so, dann ist es einfach funny. Auf der anderen Seite ist das relativ trügerisch, darüber zu lachen und viel zu lachen, weil man sich vor Augen halten muss, dass es natürlich sehr, sehr gefährliche Menschen sind. Also, dass es Menschen sind, die zum einen gefährlich sind, weil sie mit diesen Spinnereien Hass gegen Menschengruppen schüren und zum anderen, weil diese Menschen gefährlich sind, weil sie mit gezielter Desinformation natürlich an den Grundpfeilern der Demokratie und der Gesellschaft auch rumsägen. Wenn man den Podcast hört, finde ich, merkt man halt, dass es unglaublich wichtig ist, nicht nur über diese Spinner zu lachen und drauf zu zeigen und ne, zu sagen, halt, ja, ist ein dummer Spinner, sondern sich damit auseinanderzusetzen, was dahinter steckt. Zu analysieren, wie ein Mensch sich dahin entwickelt, wo er sich hin entwickelt hat, wie er sich auch radikalisiert hat, weil nur mit so einem Hintergrund versteht man halt die Motivation und die Ziele und auch die Methoden von ihm und anderen solchen Menschen. Und das ist eben notwendig, um die Gesellschaft stark zu machen, einen Widerstand zu solchen Menschen und zu dieser Desinformation aufzubauen. Deswegen feiere ich den Podcast des Todes. Ich soll aber noch die Jurybegründung vorlesen. Die Jury begründet wie folgt. Berotz und sein Team sezieren das gefährliche Zusammenspiel rechter Strategen und sozialer Netzwerke mit ihren wiederum höchst problematischen Mechanismen. Die Produktion beeindruckt durch ihre aufwendige Machart und die raffinierten Montagen aus Archiv O-Tönen. Herzlichen Glückwunsch. Tobias Baukage, Sören Musial, Sabine Schmidt, Johanna Leuschen und Moritz Hornfeld. Da ist er. Kasra, ihr habt gerade ein bisschen Preisstress. Kann das sein? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ja, aber wir freuen uns auch über diesen Stress. Das ist ein guter Stress. Also gestern Abend wurde der Sternpreis verliehen. Darüber wollen wir nicht reden. Ja, gut. Da war der aber nominiert. Und heute Abend wird auch noch der Podcastpreis verliehen. Da ging es gerade los. Ja. Da seid ihr nominiert in zwei Kategorien. Total verdient.
tolles, also wie hast du gesagt, du hast es des Todes gefeiert. Ja, so ging es, glaube ich, ganz schön vielen. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal einen Podcast gab, über den so viel geredet wurde in der Szene und der alles so aufgemischt hat. Wie seid ihr ganz am Anfang drauf gekommen, die Geschichte von Ken Jebsen so in diesem Storytelling-Podcast-Style zu erzählen? Vielen Dank für die Frage. Ich beantworte erstmal eine andere, nämlich, dass das nicht das gesamte Team ist. Also wir sind ein kleinem Team quasi angereist. Setzt du jetzt an zu einer Danksagung, damit bringst du mich in eine richtig blöde Situation, weil mir wurde gesagt, keine Danksagung, sonst musst du das charmant abbinden und ich weiß bis jetzt nicht, wie man charmant Danksagung abbindet. Also, wollen wir nicht. Ne? Okay, gut. Kate Kubel, Sarah Omer, Jakob Ilja und Chris Kahles mit besonderem Gruß. Naja, wir haben natürlich das, was auch gerade in der Laudatio auch gesagt wurde, wir haben gesehen, was da draußen passiert. Wir haben da hingeschaut und dann haben wir uns gefragt, was sind das für Menschen? Und ich glaube, Tobi war das sogar, der es irgendwie gesehen hat, dass da Ken Jebsen dabei ist und gesagt hat, ich kenne den auch von früher, das war ein richtig cooler Radiomoderator und war ein richtig innovativer Radiomoderator. Und wir haben dann gesehen und haben literally, glaube ich, die Frage gestellt, what the fuck happened to Ken Jebsen? Und sind auch dabei geblieben noch bei diesem Titel und haben dann dazu recherchiert. Und tatsächlich steht schon fest, dass Cui Bono auch weitergeht. Ihr arbeitet gerade an Staffel 2. Seid da, glaube ich, auch schon relativ weit. Und da geht es um eine Person, auch das ist schon öffentlich, die sehr eng mit dem Internet zusammenhängt, vor allem mit YouTube. Nämlich, es geht um Rainer Winkler, besser bekannt als den Drachenlord. Ich kann mal hier zu Tobias gehen. War euch das ganz schnell klar, dass es mit ihm weitergeht? Oder war das schon auch dann ein längerer Prozess, um dann jetzt eine zweite Person zu finden, der man sich dazu wendet? Naja, wir haben im Grunde nach etwas gesucht, wo wir nicht nur die Geschichte erzählen können, dieser Person. Das war ja auch bei Ken Jebsen so. Es ging ja nicht nur um Ken Jebsen, sondern es ging eigentlich darum, ob wir an seiner Geschichte, an seiner Radikalisierung auch die Geschichte von uns erzählen können, von uns als Gesellschaft. Und da braucht man natürlich ein Thema, das das zulässt. Und ich glaube, als wir das dann darüber das erste Mal gesprochen haben, über den Drachenlord, war klar, da steckt viel mehr drin als nur die Drachenlord-Geschichte. Und darum ist das ein sehr spannendes Thema, glaube ich, für uns alle. Und das versuchen wir dem gerade gerecht zu werden. Für uns alle hoffentlich auch. Wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt drauf. Gratulieren euch jetzt aber erstmal zu diesem Preis. Lasst euch feiern und feiert euch selbst heute Abend.